Hallo und herzlich willkommen, Radio IBS Leeds Talk Time. Mein Name ist Andreas Klamm. Das nachfolgende Interview mit dem Kollegen, Buchautor und neuerdings auch Zeitungsherausgeber Hans-Jürgen Graf wurde in einem Telefoninterview aufgezeichnet. Leider war es nicht möglich, ein technisches Problem, nämlich das technische Problem einer Rückkopplung vor etwa 10 Minuten während des Interviews zu beheben. So. Gegebener Zeit, sobald wie möglich, werden wir ein weiteres Interview in besserer technischer Qualität zur Verfügung stellen. Das Interview wurde aufgezeichnet am Donnerstag, den 10. April 2008, da es ein ganz aktuelles Thema ist, mit aktuellem Bezug auch zu Geschehen, die gerade zurzeit in Deutschland stattfinden, senden wir das Interview auch mit einer kleinen Rückkopplung in der Hoffnung, dass Sie alles gut verstehen. Bitte entschuldigen Sie diese kleine technische Panne. Sobald wie möglich liefere ich eine bessere Qualitätsproduktion hier bei Radio IBS Leeds nach. Das Interview mit Hans-Jürgen Graf zur Neuerscheinung der Zeitung aus Franken. Horche mal! Radio IBS Leeds Talk Time. Jetzt freue ich mich ganz besonders, einen Kollegen, einen Buchautor und auch Lebenskünstler aus Nürnberg am Telefon begrüßen zu dürfen. Am Telefon grüße ich ganz herzlich Hans-Jürgen Graf, Buchautor von insgesamt 3 Büchern und Sozialaktivist. Hans-Jürgen, wir kennen uns durch 4 Fernsehinterviews, die wir in Nürnberg produziert haben. Wie geht's dir heute? Ja, es geht einigermaßen. Wie sind denn die Reaktionen auf deine Buchveröffentlichung? Da war an erster Stelle Abstellgleis Hartz IV, die unberührbaren Nationen, an zweiter Stelle Leben um zu glauben, Glauben um zu leben. Wie sind die Reaktionen? Ja, ich bin einmal auf das Buch Abstellgleis Hartz IV durchgewachsen, kann man sagen. Es ist im Spiel von Seiten der Betroffenen kommen der positive Reaktion von Seiten der staatlichen Behörden oder irgendwelchen Staaten. Sie sind natürlich nicht sehr positiv. Aber bei den Büchern ist es so, auch für das Glaubensbuch habe ich schon erstaunlich, mit welcher Energie, mit welcher Kraft du Projekte realisierst. Du hast jetzt wieder aufgrund aktueller sozialer Notfälle, die sich in Deutschland ereignen, ein ganz neues Projekt auf die Beine gestellt. Für alle, die jetzt nicht aus dem Frankenland kommen und weniger Französisch sprechen oder auch weniger Fränkisch sprechen, könnte man es auf Hochdeutsch vielleicht sagen: Wer Ohren hat, der höre. Es gibt eine neue Zeitung aus Franken und die kann ich absolut empfehlen. Sie heißt Horche mal. Was hat es denn mit dieser neuen Zeitung auf sich? Wie bist du denn darauf gekommen, so eine Zeitung, eine Zeitschrift herauszugeben? Ja, das war eine spontane Idee. Ich habe wieder einige Erlebnisberichte von Betroffenen gelesen in den Erwerbslosenforen. Dann eben auch Berichte über diese Ereignisse in den Bonn in der Lage, wo jemand zur Sicherheit gewaltsam entfernt wurde. Und habe dann gewartet auf die Reaktionen der etablierten Presse oder den Medien. Und geblieben wie in vielen Fällen dieser Art, ja, wirklich ganz dünn gesät, so will ich mal ausdrücken.
Was wird in dieser Zeitung denn zu finden sein? Welche Themen wird man lesen können? Ja, vorwiegend sozialpolitische Themen. Aber ich möchte nicht allein. Ich möchte auch einen Teil der Zeitung, die ja noch ausbaufähig ist, durchaus auch auf kulturelle Sachen lenken. Kulturell in dem Sinn, dass ich gerne auch Texte oder Lyrik, Poesie von Betroffenen oder Menschen, die uns unterstützen wollen, finde. Gibt es denn weitere Mitarbeiter in der Redaktion von Horsche mal aus Franken? Ja, es gibt noch den Thomas Müller aus Nürnberg. Der ist momentan vorwiegend mit der Gestaltung beschäftigt ist, der aber auch selber schreibt. Ja, und jeder, der halt noch gerne mitmachen möchte und geeignete Effekte erstellt. Hans-Jürgen Graf wäre nicht der bekannte, in Deutschland bekannte Sozialaktivist, wenn er nicht selbst auch mit einer Zeitung wie Horsche mal aus Franken gleich noch ein Sozialprojekt damit verbunden hätte. Wie willst du Menschen helfen, die sich in sozialen Notlagen befinden? Es gibt ja jetzt wieder zwei traurige Ereignisse, dass eben ein Herr Petersen irgendwo aus Norddeutschland laut Erwerbslosenforum bzw. PR Sozial sich in einem Hungerstreik befindet und ganz und gar nicht freiwillig in Hungersnot befindet sich eine Frau, eine sehr charmante Frau und Künstlerin, Christiane Philipp aus Ettlingen. Wie kann man diesen Menschen in Not helfen? Was sollten und was müssen wir tun? Also in Verbindung mit Frau Kammerer Franken biete ich halt an, für die Menschen, die es können und wollen, diese Zeitung zu abonnieren, pro Ausgabe 1 Euro. Und dieses Geld, das hier dann eingeht, wollen wir im Rahmen eines Vereins für bedürftige Menschen zur Verfügung stellen. Was sagst du zu den Notlagen, die jetzt aus Deutschland wieder gemeldet werden? Wie bewertest du die allgemeine Situation gesellschaftlich betrachtet und auch politisch betrachtet oder besser gesagt sozialpolitisch betrachtet? Es ist schwer auszudrücken. Also für mich ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Menschen einmal zum Mittelhungerstreik greifen und einmal, obwohl sie es gar nicht wollen, hungern müssen. Ich habe den Eindruck, dass es durchaus politisch gewollt ist, dass Menschen in diese Ausnahmesituation kommen. Und das ist nur aufgrund der Bemühungen unserer politischen Vertreter, irgendwelche Geld ersparen zu wollen. Das Individuum in Deutschland, der Mensch, der Einzelne, in seiner oft wunderbaren Vielfalt, hat keine oder fast keine Deutsch mehr. Wie ist es denn zu erklären, dass auch viele Brüder und Schwestern im Herrn Jesus Christus meint, also christengläubige Menschen, diesen Situationen, diesen Notfallsituationen, doch sehr still begegnen und man leider auch dort nach Hilfe suchen muss und vergeblich nach den Lebensrettern suchen muss. Wie ist das denn zu erklären? Nun, das Gesetze Geld ist ein Gesetze, der auch bei Gläubigen, das habe ich manchmal so weit verbreitet ist. Und bei Geld vielleicht das Freundschaft. Das heißt also, Geld ist deiner Einschätzung nach wichtiger als die Liebe zu dem Nächsten? Das kann man durchaus so sagen. Also ich habe selbst den lebendigen Menschen erlebt.
Existenzminimum lebten und in der gleichen Gemeinde war ein Mensch, der reich war. Und man hat trotzdem sich nicht in der Lage gefühlt, die Situation der verarmten Menschen zu verbessern. Das ist ein sehr traurige Bestandsaufnahme aus Nürnberg. Du bist noch weiter engagiert. Es wird demnächst auch ein drittes Buch von dir geben, das du in Zusammenarbeit mit Thomas Michael Müller eben auch aus Nürnberg schreibst. Um was geht es in dem neuen Buch? Ja, das ist nur ein Buch, in dem Kurzgeschichten zusammengefasst sind. Kurzgeschichten, die eben auch einen sozialrechtlichen Bezug haben oder einen sehr persönlichen auch. Also eine Geschichte ist dabei von Thomas Müller eben. Und diese Kurzgeschichten sollen einfach einmal als Unterhaltung dienen, aber auch zum Nachdenken anregen. Kannst du verstehen, meine Pläne sind ja auch bekannt, Deutschland zu verlassen, dass immer mehr Menschen die freiwillige Entscheidung treffen, auch natürlich aus wirtschaftlicher Not heraus, Deutschland zu verlassen? Verstehen kann ich es. Ich merke das auch, dass mittlerweile viele, was heißt viele, aber doch einige Menschen auch in meiner Umgebung hier immer wieder planen, sich in andere Länder zu begeben. Aber ich frage mich, wenn ich denn dieser ganzen Bestrebung, die wir hier in Deutschland merken, tatsächlich, wie es doch manche auch durchaus Fachleute tun, unterstelle, dass das eine globale Entwicklung ist, dann frage ich mich nur, wohin wollen sie dann gehen? Wie sollten sich Brüder und Schwestern im Glauben an den Herrn Jesus Christus gegenüber Menschen in Not deiner Überzeugung nach verhalten? Verstehen, dass ich mich als gläubiger Mensch, der an Jesus Christus, an Gott und natürlich auch an die Heilige Schrift nach christlich-jüdischer Überlieferung und natürlich auch für eine Frau, für eine begnadete Künstlerin, und ich bezeichne mich ja auch selbst als Künstler seit 1984 eben mit meinen Radio- und Fernsehsendungen, dass ich versuche, für diese Frau Hilfe zu finden? Das kann ich durchaus verstehen. Also für mich gibt es da auch irgendwo keine Zweifel daran oder keine Fragen, die sich aufwerfen. Hans-Jürgen Graf liest gute Bücher. Was ist das beste Buch deiner Auffassung nach, das es auf dem Markt zurzeit gibt? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich seit einiger Zeit nicht mehr gut lesen kann. Das heißt, ich kann eigentlich nicht mehr, aber das beste Buch, das es gibt, ist meiner Überzeugung nach immer noch die Bibel. Man muss sich nur die richtige Übersetzung suchen und man muss den Geist Gottes bitten, verstehen zu können. Dann finden sich in der Bibel die wunderbarsten Geschichten, aber auch grausame Geschichten, aber man versteht den Zusammenhang. Und ja, das ist für mich eigentlich das wichtigste und das schönste Buch, das es gibt. Gibt es denn auch einen Lieblingsbibelvers aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel, der dir spontan einfällt? Ja, das
Offenbarung 21,4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und es wird kein Tod, kein Leid, kein Geschrei mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist auch eine gewisse Form des Trostes, den wir jetzt, glaube ich, unseren Hörern bei Radio IBS Leeds mit auf dem Weg geben können. Ich freue mich bereits schon heute auf das nächste Gespräch, das ich mit dir führen kann, Hans-Jürgen Graf. Ich wünsche dir für deine neue Buchveröffentlichung und natürlich auch für das Zeitungsprojekt Horche mal nur das Beste. Wie oft wird es Horche mal geben? Wie oft wird die Zeitung erscheinen? Also es ist geplant, dass es in der Regel erscheint. Allerdings kann es sein, dass es auch monatlich ausgedehnt wird. Das ist je nach gesundheitlicher Konstitution. Ne? Also wenn, es wird auf jeden Fall dann eine Meldung auch kommen, wenn wir dann doch auf monatlichen Rhythmus umsteigen. Vielen Dank nach Nürnberg und einen schönen und angenehmen Tag, eine gute Arbeitswoche auch. Ja, vielen Dank auch. Und ebenfalls. Danke. Das war ein Interview mit meinem Kollegen, Buchautor, Journalist und neuerdings auch dem Zeitungsherausgeber Hans-Jürgen Graf aus Nürnberg. Er gibt neu die Zeitung Horch einmal aus Franken heraus. Ich bitte um Entschuldigung für die technische Panne einer Rückkopplung. Sobald wie möglich werden wir hier bei IBS Leeds, Independent Broadcasting Service Leeds, Radio IBS Leeds, Ihnen das Interview in technisch besserer Qualität zur Verfügung stellen. Leider hat das heute bei der Aufzeichnung am 10. April 2008 irgendwie nicht so richtig funktioniert. Das Problem konnte nicht behoben werden, leider. Unsere Hörer möchten ganz gerne auch mal selbst nachgucken, wo findet man Informationen auch in der Schriftform. Die gibt es natürlich auch von Hans-Jürgen Graf, nämlich auf dessen Webseite im Internet. Die Adresse ist http://jesuslovesyou.infopartner.net. Ich wiederhole noch einmal die Adresse http://jesuslovesyou.infopartner.net. Ihnen ist etwas aufgefallen. Es fehlt das www. Das habe ich nicht vergessen vorzulesen. Die Adresse funktioniert auch ohne www. Kleine Erinnerung, wofür steht www? World Wide Web. Auf Deutsch übersetzt weltweites Netz. Naja, ich hoffe, Sie konnten ein paar gute Informationen für sich mitnehmen, mit in den Tag nehmen, vielleicht auch mit in den Abend nehmen, wie auch immer, vielleicht mit in die Woche nehmen. Und ich bitte Sie um Hilfeleistung für Christiane Philipp und für weitere Menschen in Not, wenn es in Ihrer Gnade steht, wenn Sie die Gnadengabe haben, Hilfe zu leisten. Dann bitte ich Sie, Hilfe zu leisten. Man kann auch wahre, gute Gefühle dabei erleben, wenn man Menschen, die aus welchen Gründen auch immer in Not geraten sind, sehr oft inzwischen unverschuldet, Hilfe leistet. Dann schauen Sie mal auf die Gesichter, die Sie sehen können, auf dieses freudige, dankbare Herz, was sich meist auch in Form der Dankbarkeit auch wieder in den Augen widerspiegelt. Als ich es früher noch konnte und mich nicht selbst in einer Notlage befunden habe, wie auch heute, habe ich gerne geholfen. Das mache ich auch heute noch, soweit wie ich es kann. Allerdings bin ich ja selbst in eine Notlage abgerutscht. Ich versuche, Lösungen zu finden und wenn die nicht in Deutschland gefunden werden können, dann versuche ich es in anderen Ländern. Allerdings kann ich den Eindruck von Hans-Jürgen Graf bestätigen, es kommt global die Entwicklung und ich kann nur empfehlen, Matthäus Evangelium 7 mal zu lesen und das Buch der Offenbarung. Es werden Veränderungen eintreten, wie wir uns es nicht wünschen und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir lernen unser Sozialverhalten, das Miteinander möglichst schnell zu ändern oder wir werden Dinge erleben, die sich normalerweise, ja, die Christen, ich weiß nicht, als Christ darf man das sagen. Das Erste ist vergangen, das Neue wird kommen.
Ich spreche vom neuen Jerusalem, aber dazu später mehr. Ich will es jetzt nicht zu kompliziert machen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Zuhören und ich empfehle Ihnen auch mal die Zeitung Horsche mal zu lesen. Ein Euro, der sich lohnt und damit können Sie auch helfen. Horsche mal aus Franken. Erstausgabe ist sogar kostenlos. Alle weiteren Ausgaben je 1 Euro für die Ausgabe. Alle 14 Tage neu. Aus Franken, horche mal. Da mache ich jetzt mal richtig viel Werbung, obwohl es nicht bezahlt ist. Ist aber vom Kollegen. Ne? Horche mal. Die Zeitung für Menschen, die aus irgendwelchen Gründen von sozialer Not betroffen sind. Und es lohnt sich zu helfen und das Projekt zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen nur das Beste.